werde Ihnen als erstes einmal eines meiner Projekte vorstellen, nachdem ich Ihnen den Cycles Demo Reel gezeigt habe. Cycles ist die Render Engine, die aktuelle, die in Blender verwendet wird. Eine kurze Erklärung: Render Engine wird dazu genutzt, damit Licht und verschiedenste Materialien schlussendlich so berechnet werden, dass man das fertige Bild sieht. Das sind alles nur Voransichten im 3D Viewport, wie er genannt wird. Und dass man dann schlussendlich wirklich eine fotorealistische Szene zum Beispiel bekommt, wo man ein Weinglas stehen hat, wo Schatten geworfen wird und Lichtreflektionen sind. Dazu muss das gerendert werden und dazu gibt es verschiedene Render Engines. Und die Render Engine, die von Blender verwendet wird, ist eben die Cycles Render Engine, wie man sie oben sieht. Und jetzt zeige ich den Cycles Demo Reel. Und das ist eben alles Inhalt, der mit Blender erstellt wurde und dann eben mit dieser Cycles Render Engine im Blender gerendert wurde. Und jetzt sage ich dir mal kurz, dass man mal so einen kurzen Eindruck bekommt, was mit Blender alles möglich ist. Und dann werden wir eine kurze Ansicht von meinem Projekt haben. So, und das waren jetzt einige der sehr eindrucksvollen Beispiele von Bildern und Videos, die mit Blender gemacht worden sind. Und ich finde es schon erstaunlich, dass wenn man bedenkt, dass das ein völlig kostenloses Programm ist, dass man da solche Sachen erzeugen kann und da gibt es eigentlich keine Ausrede, dass ich sagen kann, ich kann jetzt kein eigenes animierten Film machen oder Spiel machen, da es eben so coole kostenlose Programme gibt. Und es ist sehr vielseitig. Man kann unter anderem, so wie ich das jetzt zum Beispiel in diesem Projekt gemacht habe, Programme schreiben, die 3D-Objekte manipulieren oder beeinflussen. Man kann 3D-Charaktere erstellen, also wenn man sagt, man möchte sich selbst in 3D irgendwie nachbauen, dann kann man das auch in Blender machen. Und es gibt eben viele, viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und ein paar davon werde ich Ihnen heute zeigen. Und die erste ist eben jetzt dieses Rubik's Cube Projekt. Wenn wir da jetzt mal die Animation abspielen, sollten sich die bewegen. Falls wir jetzt schon wieder einen Fehler haben. Wie bereits erwähnt, ich nutze daheim immer die neueste Blender-Version und leider fehlt hier eine Library. So. Jetzt sehen wir hier zwei Rubik's Cube oder Zauberwürfel, wie sie bei uns genannt werden. Und ein Python-Skript steuert im Hintergrund sozusagen, welche Würfel oder Segmente bewegt werden müssen. Man sieht hier oben diese gelblichen Ringe. Und diese Ringe sind Controller. Und mit diesen Controllern kann man dieses Objekt animieren. Nur das Problem ist, jedes Mal, wenn man sozusagen diese Würfel dreht, hat jeder Controller eigene neuen Einflussbereich, was ich Ihnen gleich zeigen kann. Also wir können jetzt da an dieser Controller anklicken und wir können sagen, wir wollen wieder die Ausgangspose haben. Dann wird wieder ein neues 3D-Modell von einem anderen File hereingeladen, dass wir wieder die Ausgangsposition haben. Und wir können
den zweiten hier löschen. Dann zeige ich Ihnen ein bisschen, wie das funktioniert. So, die Group. So. Wenn wir jetzt uns das anschauen, sehen wir, dass wir hier diese einzelnen Controller haben, mit denen wir jeweils eine Seite beeinflussen können. Und hier haben wir verschiedene Controller, mit denen wir verschiedene Sachen einstellen können. Und ich werde jetzt einmal die Animation von dem Ganzen weglöschen, damit wir mal von Grund auf den Ganzen bewegen können, dass wir sehen, wie der Ablauf ist. Also jetzt habe ich hier verschiedene Controller für die verschiedenen Seiten. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze rotieren und jetzt kann ich das über diese Property hier einstellen. Oder wenn ich das umstelle, kann ich es im Viewport hier bewegen. Also rotieren. Und ich würde sagen, wir machen einmal eine Animation. Also machen wir das Ganze doppelt groß. Hier unten ist die Timeline, das ist sozusagen, hier starte ich und dann hier vergeht die Zeit. Also fangen wir ganz am Anfang an und wir sagen Blender, dass wir uns jetzt diesen Rotationspunkt merken wollen. Und wenn wir jetzt sozusagen einige Frames nach vorgehen, also in der Zeit nach vor, können wir Blender sagen, dass wir jetzt einen anderen Rotationswert uns merken wollen. Also können wir zum Beispiel eine 90 Grad Rotation hier angeben und uns diesen Wert wieder merken. Und dann sehen wir, interpoliert Blender dazwischen sozusagen die Rotationswerte und es dreht sich. So. Aufgrund verschiedener Abläufe, die im Hintergrund mit diesem Python-Skript laufen, muss ich auch noch diese Property hier animieren. Das Problem ist, wenn ich jetzt das Ganze um 90 Grad gedreht habe, ist dieser Controller eine Rotation von 90 Grad und so weiter und so fort. Und im Hintergrund passieren einige Vektoren, Rotationen und so weiter und so fort. Und der Blender nicht weiß, ob ich jetzt bei dieser 90 Grad Rotation bleiben will oder ob ich vielleicht 180 Grad oder 360 Grad rotieren will, muss ich Blender automatisch sagen oder von Hand sagen, dass ich jetzt sozusagen die Rotation auf 0 zurücksetzen will. Das Problem wäre, wenn ich sage, ich würde immer bei 90 Grad die Rotation zurücksetzen, dass ich das immer überschrieben bekommen haben würde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aber eine 180 Grad Rotation mit diesem Controller ausführen will, dann wäre das nicht möglich. Das heißt, ich sage jetzt Blender, beziehungsweise dem Skript im Hintergrund, ich möchte nur eine 90 Grad Rotation haben mit diesem Controller hier. Und dann sage ich Blender sozusagen, dass das jetzt die Ursprungsposition von diesen einzelnen Segmenten hier ist. Und dann kann ich sozusagen hier diese wieder auf die Ursprungsposition sozusagen zurücksetzen, sodass es, also es ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, das klingt jetzt alles verwirrend. Aber es sind einige sehr komische Abläufe im Hintergrund. Also, ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären für mich. Vielleicht sage ich mal das Skript her. Haben wir da irgendeinen anderen Shortcut dafür? Der Text Editor. So. Vielleicht um das nochmal ein bisschen zu herzuzeigen. So, warum reagiert das nicht? Bitte? Ja, es reagiert gerade nicht. So. So, jetzt. Also, um das ein bisschen Verwirrende nochmal zu klären. Jedes einzelne dieser Segmente hat sozusagen einen Vektor in sich, was sozusagen festlegt, auf was für einer Position bin ich gerade. Und
dann wird mit Hilfe dieser Property, die ich gehabt habe, also zum Beispiel, dass sie 90 Grad ist, wird dieser Vektor so manipuliert, dass ich die neuen Koordinaten herausbekomme von dieser Rotation. Und diese Ply-Rotation Property, die ich vorher angesprochen habe, sozusagen diese, sagt Blender, dass sobald dieses Segment an einem neuen Punkt angekommen ist, sozusagen, dass dieser Vektor neu überschrieben werden kann. Wie bitte? Das ist der neue Nullpunkt, genau. Und das sozusagen sagt dem Vektor, dass er jetzt sozusagen eine neue Zuweisung bekommt. Ursprünglich war dieses Objekt hier drüben, heißt, es hat einen Vektor von minus 3, warten Sie mal, minus 3, 3 und 3 gehabt. Jetzt da wird das Ganze sozusagen wieder auf die neue Nullposition zurückgesetzt und jetzt hat das Ganze von plus 3, 3, 3. Und dadurch, dass dieser Vektor sozusagen auf einen neuen Nullpunkt zurückgesetzt worden ist, können wir jetzt auch eine Rotation in dieser Richtung durchführen und das Ganze wird schlussendlich wieder funktionieren, weil ein kleines Problem dieses Skripts ist, dass sozusagen diese Vektoren immer auf einen Nullpunkt zurückgesetzt werden müssen, bevor eine andere Seite rotiert werden kann. So. Und auch hier unten muss immer was eingestellt sein, da sozusagen auch im Skript ausgelesen wird, wenn diese Property auf dem und dem ist, dann muss ich die und die Rotationsmatrix anwenden. Also, dass zum Beispiel eine X-Rotation vorliegt, Y-Rotation oder Z-Rotation. So, jetzt können wir das weiter animieren. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Also, jetzt haben wir diesen Top-Controller animiert. So. Und jetzt da können wir zum Beispiel diesen Seitencontroller animieren. So, jetzt können wir diesen Seitencontroller animieren. Da jetzt da all diese Vektoren auf einen Nullpunkt zurückgesetzt worden sind, da wir hier dieses Apply Rotation gesetzt haben, jetzt ist alles auf einen Nullpunkt und jetzt können wir eben einen anderen Controller rotieren. Und sagen wir, wir wollen jetzt diesen rechten Controller rotieren. Dann setzen wir hier einen Keyframe. Dann können wir wieder sagen, wir wollen eine 180-Grad-Rotation in diesem Fall haben. Und das ist eben nur möglich, dass wir diesen Apply Rotation haben. Oder dadurch möglich, dass wir andere Rotationen haben. So, und wenn wir das jetzt da auf den Anfangsframe gehen, das Ganze zurücksetzen, dann so. Dann haben wir da eine einfache Animation, wo das jetzt
an dem Ganzen. Weil der Grundansatz, also der erste Lösungsansatz zu dem Ganzen war sozusagen, dass ich eben diese Controller gehabt habe. Und dann habe ich sozusagen im Skript definiert, ich habe jetzt eine Z-Rotation zum Beispiel. Und dann habe ich einen Winkel eingegeben und habe geschaut, ob das überhaupt funktioniert, dass ich die einzelnen Objekte ansteuern kann, dass die sozusagen irgendwie gedreht werden im 3D-Raum und so weiter und so fort. Habe ich das Skript ausführen lassen einmal und dann hat es einmal bewegt, dann habe ich das Ganze weglöschen müssen, nein importieren und dann habe ich eine andere Gradangabe eingeben können, hat es sich anders gedreht oder andere Achse. Also es war immer nur einmal klicken und einmal hat was ausgeführt. Die nächsten Schritte war dann, dass ich eben ankam, also in einer so einer Property, wie es da ist, dass man so ein XYZ angeben hat können, habe ich angegeben, ob es eine XYZ-Rotation war und welcher Controller, wie viel Grad rotieren. Und dann habe ich das Ganze schon nur im Interface machen können und habe das Ganze dann laufen lassen und viele Iterationen später habe ich das dann so gehabt, dass ich es für ein Objekt sozusagen laufen habe lassen können und irgendwann habe ich dann schlussendlich auch so gehabt, dass ich verschiedene Klassen gehabt habe für die einzelnen Objekte und dass es so ist, wie es jetzt ist. Aber da sind natürlich viele Schritte dazwischen gewesen. Viel herumprobieren, ich möchte das Projekt beenden oder ich lasse es so, wie es ist, aus Raster fast schon, aber viele Gedanken daran, das Ganze so zu lassen, wie es ist, es funktioniert deshalb, aber einfach auf dann ein, zwei Monate Pause gemacht dazwischen und weitergemacht und dann hat es irgendwann funktioniert. Die Zeit hat sich gelohnt. Ja, hoffentlich. Besser ist, er hält später. Ja. Achso, können wir online sehen, wie du das Projekt weiter... Wie es weiter... Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen faul in den Ferien. Eigentlich hätte da jetzt schon eine komplette Tutorial-Serie auf YouTube sein müssen, wie das Ganze programmiert ist und so weiter und so fort. Die wird irgendwann noch folgen auf meinem YouTube-Kanal 3D Escape. Da lade ich 3D Escape, also 3D Escape. Ja, kann ich jetzt sagen. So, hoffentlich findet man mich gleich. Escape. Das ist mein YouTube-Kanal. Da lade ich von Zeit zu Zeit Videos hoch. Video-Tutorials, ab und zu sonst Timelapses von Sachen, die ich mache im Blender. Und da wird eine Tutorial-Serie folgen zu dem Rubik's Cube und auch Updates, also wenn irgendwie jetzt da ein automatischer Lösalgorithmus implementiert ist oder sonst was. Und ja. So. Ja, wenn es zudem jetzt da keine konkreten Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, machen wir für alle was, sodass alle mitmachen können. Also starten wir mal Blender und zwar unter Grafik. Bitte mitmachen. Ja? Unter Grafik und dann Blender. Und ich kann schnell. Also nachher nicht. Kollege ist noch nicht starten. Ja. Langsam die Maschine. Ja, also mal ein paar Grunderklärungen. Das ist das Startup-File, wie es heißt. Also so schaut Blender aus, wenn man es beim ersten Mal startet, wenn man nicht irgendwelche selbst Einstellungen gemacht hat oder sonst irgendwas. Und dieses Hauptfenster nennt sich 3D Viewport. Das ist, wo man die ganze 3D-Ansicht und so hat. Zur Navigation, also mit dem Mausrad kann man mal hinein und hinaus zoomen. Und wenn man das Mausrad gedrückt haltet, kann man die 3D-Ansicht drehen. Also mittleres Mausrad. Und mit der rechten Maustaste selektiert man Objekte, was für viele wahrscheinlich ungewohnt ist. Aber das ist die rechte Maustaste. Und mit der linken Maustaste kann man diesen komischen Cursor da platzieren.
Der wird 3D-Cursor genannt und der spielt eine Rolle, wenn man Objekte hinzufügt. Und zwar an der Stelle, wo man diesen 3D-Cursor hat, wird ein Objekt erzeugt. Also wenn ich das jetzt mal zeige, dann sieht man, da wo der 3D-Cursor war, wird dieses Objekt erzeugt. So, sind wir schon bereit oder brauchen wir noch? Wir sind bereit. Okay. So, geplant ist, dass wir jetzt ein kleines Namensschild machen, was man dann auch token kann. Also als erstes löschen wir mal alle Objekte, die in der Szene sind. Also drücken wir A, um alle Objekte zu selektieren, sodass sie orange indikiert werden, also angezeigt werden. Und dann können wir mit Env diese löschen. Oder auch mit X. So. Jetzt da haben wir eine leere Szene und wir sehen, dass der 3D-Cursor jetzt da irgendwo im 3D-Raum herumschwebt. Und damit wir diesen wieder zum Weltursprung bringen, drücken wir Shift und C, so dass dieser wieder am Nullpunkt zurückspringt. Jetzt können wir ein Textobjekt hinzufügen. Dazu können Sie entweder unter Create, hier auf der Seite, Text sagen. Oder was... Langsam. Create, das ist auf der Seite. Und Text sagen. Oder, da Blender sehr Shortcut-orientiert ist, können Sie auch Shift-A sagen. Und dann bekommen Sie die ganzen gleichen Optionen. Also entweder hier auf der Seite ein Textobjekt hinzufügen. Oder Sie drücken Shift-A im Viewport und sagen Text. Genau. So, jetzt haben wir da ein Textobjekt. Und damit wir da was hineinschreiben können, müssen wir die Tab-Taste drücken. Wenn Sie hier unten schauen, sehen Sie, dass wir in den Edit-Mode wechseln. Also wenn ich jetzt nochmal Tab drücke, sehen wir, sind wir jetzt im Object-Mode oder Object-Mode. Wenn ich Tab drücke, sind wir im Edit-Mode. Der Unterschied zwischen diesen zwei Modis ist, dass man im Object-Mode diese Objekte sozusagen als Ganzes verschieben kann. Und auch wenn ich jetzt daher zeige, hier so ein Mesh-Objekt, das kann man nur als Ganzes verschieben. Und im Edit-Mode kann man so ein Mesh-Objekt sozusagen verformen. Und das gleiche gilt auch für diesen Text. Also wir drücken Tab, dass da unten Edit Mode steht. Und dann können wir da zum Beispiel unseren Namen hineinschreiben. Ich würde vorschlagen, jetzt taugt sich jeder seinen Namen ein. Wir werden das dann noch drucken im Laufe der Woche. Da haben wir das Kurs für jetzt angesetzt, dass wir dann bis Samstag alles fertig gedruckt haben. Das ist die Idee. Okay. Sehe ich keinen DI. So, jetzt haben wir da unseren Namen drin stehen. Und jetzt können wir wieder Tab drücken, damit wir in diesen Objektmodus zurückkommen. Da habe ich noch irgendwas zusätzlich eingeschrieben. So, jetzt haben wir unseren Namen und wenn wir den jetzt anschauen, können wir damit das mittlere Mausrad niederdrücken und die Ansicht etwas rumrotieren. Und wenn Sie einen Ziffernblock haben, also auf der Tastatur, können Sie sagen 7, so sind wir in dieser Top-Perspektive. Und mit 5 können Sie in die orthografische Ansicht wechseln. So sehen Sie das Objekt von oben. Also 7, um in die Top-Perspektive, also in die Grundrissansicht sozusagen zu kommen. Und 5, um in die orthografische Ansicht zu kommen. Ja, also es ist jetzt nur ein 2D-Objekt eigentlich. Es ist zwar im 3D-Raum, aber es ist nur ein 2D-Objekt. So, jetzt haben wir unseren Namen da geschrieben und jetzt brauchen wir irgendwas, sozusagen, was ein Anhänger hermacht. Und dazu sagen wir jetzt entweder wieder auf der Seite Circle oder wir sagen Shift-A, Mesh und Circle. So, jetzt haben wir hier einen Kreis und
Das wird sozusagen unser Rahmen für diesen Text. Und damit wir ein bisschen eine bessere Vorstellung haben, wie groß dieser Kreis sein muss und wie weit wir den auseinanderschieben müssen, weil wir werden den sozusagen halbieren und auseinanderschieben, dazu müssen wir mal das Textobjekt dementsprechend platzieren. Also mit der rechten Maustaste klicken wir jetzt dieses Textobjekt an, so dass es gelb umrandet wird. Und hier auf der Seite im Properties Panel, das ziehen wir ein bisschen auf, dass wir die ganzen Optionen sehen. Und hier gehen wir auf diese Texteinstellung, also dort, wo dieses F ist. Also wir selektieren das mit der rechten Maustaste, ziehen das Fenster mal auf und gehen auf die Texteinstellungen. Dann können wir ein bisschen nach unten gehen, bis wir diesen Paragraph sehen. Und hier selektieren wir gleich einmal Center. Also wir sehen, der Text springt nach links. Und das sehen wir schon mal ein bisschen besser, dass der Kreis eigentlich so nicht ganz passt. Also er ist zu klein. Aber da wir den sowieso noch auffilmen werden, ist uns das jetzt mal egal. Was uns jetzt einmal interessiert ist, wie groß muss dieser Kreis sein, und zwar in der Höhe. Und dazu werden wir jetzt dieses Textobjekt ein bisschen nach unten schieben. Und dazu können wir in diesem Offset unter der Y, oder im Y-Wert, können wir das Ganze ein bisschen nach unten schieben. So ist die ganzen Einstellungen ein bisschen sehr grob, aber wenn wir Shift drücken und mit der Maus da schieben, haben wir eine viel feinere Kontrolle. Also das wäre ohne Shift drücken und das ist mit Shift drücken. Also können wir es viel feiner einstellen. Jetzt schauen wir, dass wir das Textobjekt ungefähr in der Mitte haben, also dass diese rote Linie hier ungefähr in der Mitte durchgeht. So. Jetzt haben wir alle soweit, oder? Also einfach schauen, dass man ungefähr einen Wert findet, dass diese rote Linie ungefähr in der Mitte durchgeht. Das muss nicht perfekt sein, aber ungefähr. So. Wenn man kann, sieht man. Ja. Dann kann man da unten View und sagen Top. So. Jetzt zurück zu unserem Kreis. Den selektieren wir jetzt wieder mit der rechten Maustaste. Und wir sehen, von der Höhe her ist er zu groß. Und um das Ganze ein bisschen kleiner zu machen, sagen wir jetzt da S, und S aktiviert sozusagen die Skalierung. Und wenn wir jetzt die Maus in Richtung des Weltmittelpunkts sozusagen bewegen, sehen wir, dass das Ganze ein bisschen kleiner wird. So, und jetzt schauen wir, dass wir da ungefähr eine Größe hinkriegen, so dass ungefähr ein Viertel der Text oben und unten ist. So. Und wenn man jetzt gerade sieht, da, ich meine, mein Bildschirm ist ein bisschen verzerrt, aber ich glaube, das schaut so aus, ja. Aber bei mir ist jetzt zum Beispiel der Text ein bisschen zu weit oben, weil hier haben wir viel einen kleineren, also der Text ist viel weiter oben. Und das heißt, ich muss den ganzen Text nur ein bisschen nach unten schieben, dass wir oben und unten ungefähr einen gleich großen Abstand haben. Das heißt, ich werde jetzt mein Textobjekt nochmal selektieren, um das Ganze anzupassen. Und werde das Ganze noch ein bisschen weiter nach unten schieben. Also circa so. Also jetzt haben wir unser Grundobjekt, jetzt ist oben und unten ungefähr gleich viel Abstand. Und jetzt können wir das Ganze so auseinanderschieben, dass der Text in diesem Objekt Platz hat. Dazu selektieren wir jetzt wieder unseren Kreis mit der rechten Maustaste. Dann gehen wir in diesen Edit Mode mit Tab, oder wir können auch hier unten einfach Edit Mode sagen.
Und jetzt da sehen wir all die ganzen Punkte, aus denen dieser Kreis sozusagen erstellt ist. Und auch die Edges, also die Kanten dazwischen, die Edges genannt werden. Also eine so eine Kante hier dazwischen ist ein Edge und ein Punkt ist ein Vertex. Jetzt wollen wir sozusagen einen Halbkreis aus diesem Kreis machen, oder zwei Halbkreise besser gesagt. Und dazu selektieren wir mit der rechten Maustaste diesen oberen Punkt und sagen V. Jetzt sehen wir, jetzt ist das auseinander. Also wir selektieren jetzt da oben mit rechter Maustaste und drücken V und nachher können wir diese Verschiebung abbrechen, indem wir noch einmal die rechte Maustaste drücken. Das gleiche machen wir unten, also mit der rechten Maustaste selektieren, V und das Ganze abbrechen mit der rechten Maustaste. Man sieht keinen Unterschied, ja, weil die Punkte genau übereinander liegen. Das sind zwei Punkte übereinander. Also den Punkt mit rechts selektieren mit der rechten Maustaste, V drücken und noch einmal rechte Maustaste oder Escape. So. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen auseinanderschieben und dazu drücken wir, also wir halten die Maus über unser Halbkreis und drücken L und jetzt selektiert er alles, was miteinander verbunden ist. Also jeder Punkt, also unsere Vertex, das sind die Punkte, die sind mit Edges verbunden und alles, was miteinander verbunden ist, wird selektiert, wenn wir dieses L drücken. Dieses L steht für linked. Und da wir das sozusagen an dieser Stelle durchgeschnitten haben, wird die zweite Hälfte nicht selektiert. So, jetzt da können wir diese Hälfte mit diesem roten Manipulator sozusagen wegschieben. Also wir klicken auf dieses rote Dreieck und wir können das hinausschieben. Und die Hälfte vom Halbkreis ist jetzt ungefähr dort, wo der Text aufhört. Und dann können wir das nochmal ein bisschen weiter hinausschieben. So. Jetzt da drücken wir A, um alles zu deselektieren. Also Sie sehen schon, A selektiert alles und wenn wir es nochmal drücken, deselektiert das alles. So. Jetzt da machen wir das gleiche mit der zweiten Hälfte, also die Maus über die zweite Hälfte und L drücken. Und dann schieben wir das mit diesem roten Dreieck etwas nach außen. Und diesmal ungefähr so, dass das Ende dieser Hälfte über dem letzten Teil des Textes ist. Steuerung Z. Geht? Funktioniert? Genau. Du kannst aber genau sitzen. Und der ist ein bisschen weiter aussehen, weil da kann, guck mal, mach mal ein Loch rein. Also kannst ruhig ein bisschen weiter aussehen. Genau, ein bisschen weiter. Genau, und das. Und das ist ungefähr so, dass die Hälfte da ist, wo der Text aufhört. So, noch irgendwo Hilfe, oder? Aha, Sie haben es schon getrennt. Sie haben es schon getrennt gehabt. Ja, aber da war es da unten, war es verbunden. Also oben ist es getrennt und unten war es noch verbunden. Okay, nein, es funktioniert jetzt. Also jetzt passt es. Genau, ja. Früher ist die Linie darüber gegangen, die untere. Sie haben nichts gemerkt vom Unterschied, weil die Punkte genau übereinander gehängt sind. Sie haben genau vom Aussehen nichts gemerkt vom Unterschied. Es sind sozusagen. So. Das kann man noch in die Autografische gehen. So. Ja. Sie sind im Object Mode. Genau, ist im Edit Mode. Und. Also mit der rechten Maustaste selektieren, V drücken und abbrechen mit der rechten Maustaste. Also den untersten Punkt selektieren, V genau, und dann abbrechen mit der rechten Maustaste. Jetzt da.
Genau. Und jetzt können Sie es noch außen schieben. Also ein bisschen weiter und jetzt da ungefähr so, dass der Halbkreis mit Textende aufhört. So, haben wir alle, oder? Okay. Ach, geh. Aha, Sie haben eine Curve hinzugefügt. Sie haben kein Mesh, sondern eine Curve. Sie haben, genau, das ist ein Mesh-Objekt. Warte mal, gehen wir in die. Ja, warte mal, das Textobjekt kann man ein bisschen nach unten schieben. Ah, was ist die Solve? Wie für RIP? Das voneinander sozusagen trennen. Mit V. Sie haben es schon geteilt. Es ist schon geteilt, genau. So, jetzt können wir das ein bisschen kleiner machen. So ungefähr. Und jetzt können wir das verteilen. Also das ist das Auftrennen gerade. Genau. RIP. Ja, super. Ja, ist gut. Ja. Da geht's, oder? Sie haben schon getrennt. Ja, das ist eine markierte Steuerung. L einfach nur. Na, L, okay. Tief nochmal. Na, irgendwas ist noch ganz geteilt. Da ist schon getrennt. Und da unten. Also irgendwas passt dann nicht. Da haben wir noch ein anderes Raum. Word. So, jetzt da. Das ist okay. Dann schauen wir mal. Kann sein, dass Sie die Vertices dupliziert haben? Mit Shift-D? Als Shift-D, dann hätten Sie die Punkte sozusagen dupliziert. Genau, kopiert. So, jetzt da. Moment, das ist ganz einfach. Soll ich nochmal zu Sport anfangen? So, ja. Und jetzt auch sehr schön. Genau. Das sind die Achsen. Ne? So, noch wer? Ja. Ja? Genau, so ein Edit mal. Sagen V. Und jetzt brechen Sie das ab. Und jetzt sehe ich den so unten aus. Lassen wir gleich die Maustaste. Sagen V. Und Sie brechen die Transformation ab. Und jetzt können Sie das mit L selektieren, eine Hälfte. Also mit Maus darüber. Über die halt. Ja, also sagen über einen Punkt. Und jetzt können Sie es aufschieben. Sie können ein bisschen hinauszoomen mit der Maustaste. Genau. Sie können hinauszoomen. Wenn Sie Shift halten und die Maus ins Apple verschieben. Und dann sagen Sie einfach L und dann haben Sie es auch aufgeschickt. Genau. Und so einfach. So. Braucht man bei Hilfe? Passt, dann haben wir das. Also schaut das jetzt bei jedem so aus. Und jetzt wieder der bereits bekannte Shortcut A, um alles zu deselektieren und noch einmal A, um alles zu selektieren. Jetzt da können wir eine Fläche daraus machen, indem wir F drücken für Face und jetzt haben wir da unsere Grundfläche bereits. Also ich wiederhole das nochmal. So schaut das wahrscheinlich aus. Also einmal A drücken, dass alles schwarz ist. Nochmal A drücken, damit alles orange selektiert ist. Und dann einmal auf F drücken. F steht für Face. Und jetzt haben wir da eine Fläche sozusagen aus dem Ganzen gemacht. So.
Genau. So, jetzt da können wir die orthografische Ansicht oder die Ansicht von oben verlassen, indem wir wieder die Maus, die mittlere Maustaste niederdrücken und das Ganze einfach ein bisschen verschieben. Jetzt haben wir da wieder so eine 3D-Ansicht. Und falls man K mittlere kommt man so aus, ja. Weil hat irgendwer keine Maus da zur Verfügung, dass aus der Ansicht rauskommt? Kommt jeder aus der Ansicht raus mit der mittleren Mausrad raus, oder falls ein Laptop keine so eine Navigation hat, ja, oder? Also kann jeder sozusagen die Ansicht rotieren, sodass er nicht nur von oben drauf schaut. Ja, oder? Passt. So, und jetzt da können wir aus dieser 2D-Fläche ein 3D-Objekt machen, indem wir immer noch alles selektiert haben. Jetzt drücken wir E, genau, für Extrude. Und dann können wir das Ganze nach oben schieben, indem wir die Maus bewegen. Und es ist jetzt nicht ganz so genau wie hoch, weil das werden wir jetzt dann eh noch umstellen gleich auf eine genaue Einheit. Also jetzt haben wir das da bereits ein 3D-Objekt. So, und jetzt haben wir eigentlich mit der Bearbeitung im Edit-Mode bereits fertig. Hast du, gehen wieder in den Object-Mode. Oder sie drücken einfach Tab. Und da wir fürs Drucken meistens fixe Dicke haben wollen für das Ganze, werden wir jetzt da sozusagen diese Blender-Einheiten auf ein uns gebräuchliches System umstellen. Weil zurzeit ist ein so ein Kästchen eine Blender-Einheit, was ein Kilometer sein kann, ein Zentimeter, das kann Zoll sein, das kann was weiß ich was sein. Und damit wir da jetzt irgendeine Einheit reinkriegen, gehen wir jetzt da auf diesen Properties. Was? E. E. Oder was? Das füllen. Weil sie nicht im Edit-Mode sind. Warten Sie mal. Edit-Mode und jetzt, wenn Sie alles selektieren, wenn Sie Apps haben. Dann extrudieren. Und dann haben Sie sozusagen das. Sind alle? Mit der mittleren Maustaste sozusagen niederdrücken. Mittlere Maustaste niederdrücken. Genau, auf E für exportieren. So. Warte, Sie haben da die Lampe noch überlassen. So. Sie brauchen noch Hilfe, oder? Nein, ich bin schon vor einem Problem. Ich will probieren. So. Ja, jetzt wollen wir eine uns bekannte Einheit einstellen in dem ganzen System. Heißt, wir gehen hier auf diesen komischen Zylinder und der Kugel. Und dort stellen wir das Ganze auf Metric. Und für die Scale können wir 0,01 eingeben. Und wenn wir jetzt da auf dieses X auf der Seite drücken und ganz nach oben gehen, sehen wir, haben wir da Zentimeterangaben. Zentimeter und Millimeter Angaben. Und ja, nochmal um das zu erklären, dieser Scale-Wert sozusagen sagt, also wenn wir da jetzt auf Scale einstellen, haben wir das Ganze in Meter. Also Blender geht jetzt davon aus, dass das Ganze in der X-Richtung 4,584 Meter lang ist. Und wenn wir da diesen Scale-Wert sozusagen verkleinern auf 0,01, oder zuerst mal 0,1, haben wir Zentimeter. Und wenn wir es dann nochmal verkleinern, haben wir auf Zentimeter und da haben wir schon Millimeter. So. Wie dick wollen wir es drucken, Herr Professor? Wie dick wollen wir es drucken? Auf 4,8 haben wir auch verwendet. 4,8? Ja, also können wir jetzt das sozusagen hier unten in diesen. Also sind einmal alle so weit kommen. Nein. Okay, dann sage ich es nochmal. Ja. Okay. Also,
So weit sind Sie mal, dass Sie das Objekt exekutiert haben und so, oder? Ja. Okay. Nicht aus, oder? Ja. So. Jetzt da sind wir da auf diesen Zylinder und die Kugel gegangen, aufgedrückt und haben auf Metric umgestellt. Da auf der Seite, also in diesem, vermutlich war es ein bisschen kleiner Zong, also Sie müssen das wahrscheinlich ein bisschen, so war es glaube ich am Anfang, und Sie müssen das Ganze ein bisschen aufziehen. Es ist sozusagen der Zwing und die Kugel. Da stellen Sie auf Metric und 0,01. So, jetzt haben wir das gerade da auf Metric umgestellt und dann gehen wir da unten eine Scale, also hineinklicken und 0,01. Ja. So. Und jetzt, wenn wir dieses Objekt eben selektiert haben, falls es nicht selektiert ist, eben mit der rechten Maustaste selektieren. Das selektiert ist, erkennt man an dieser gelben Umrandung und dann können wir N drücken oder eben hier dieses X drücken. Dann können wir ganz hinaufgehen und jetzt sehen wir hier sozusagen diese Dimensions. Das wird bei jedem verschieden sein, da wir jetzt nicht genau gesagt haben, wie groß der Kreis sein muss und um wie viel man das verschieben muss und weil der Text verschieden lang ist und so weiter und so fort. Was uns nur interessiert, ist dieser Z-Wert. Und da gehen wir jetzt 4,8 mm ein, kleine m. 4,8 mm steht für 4,8 mm. Und das ist dann schlussendlich unser Druckdicke oder Höhe. So. Haben das alle oder? Ja. So. Jetzt noch ein bisschen was, also jetzt sehen wir da bei diesen Scale-Werten, dass diese irgendwelche Kommazahlen haben. Die sollten alle 111 sein fürs 3D-Drucken und das, also das hat mit verschiedensten Sachen zu tun, die ich jetzt nicht näher erläutern werde. Aber um das zu beheben, gehen wir mit der Maus in den 3D-Viewport, also wir sind im 3D-Viewport mit der Maus und haben unser Objekt selektiert. Und dann sagen wir Steuerung A. Und sagen Apply Scale. Jetzt sind diese ganzen. Wie bitte? Genau, jetzt sind die ganzen Werte auf 1 und wenn wir das exportieren und so, verstehen das alle Programme hoffentlich richtig. So, jetzt haben wir immer noch unser Textobjekt und unser normales Grundobjekt da. Also dieses Panel hier kann man schließen, indem wir wieder N drücken oder es einfach zuziehen. So. Was soll ich? Ja. So, jetzt da wollen wir unser 3D-Objekt, oder Entschuldigung, unseren Text in dieses 3D-Objekt hineinschneiden. Und dazu müssen wir unseren Text auch einmal 3D machen, weil notabene ist das Ganze 2D. So, jetzt sehen wir nicht wirklich, wo der hin verschwunden ist. Ich meine, da unten sieht man ein bisschen, aber die meisten von euch werden von oben drauf schauen. Und damit wir den ganzen Text jetzt mal erkennen können, drücken wir Z, das geht in die Wireframe-Ansicht. Das ist einfach ein Drahtgittermodell und da sehen wir, dass unser Text unterhalb versteckt liegt. Jetzt können wir den wieder selektieren mit der rechten Maustaste
Und wenn wir das gemacht haben, können wir auf die Texteinstellungen wieder gehen. Dort gehen wir ein bisschen hinauf, bis wir bei dem Geometry angelangt sind. Und um jetzt aus unserem 2D-Text einen 3D-Text zu machen, geben wir bei dem Extrude-Wert einen Wert von 2 mm ein. Und schon sehen wir, dass das Ganze eine Dicke bekommen hat. Also 2 kleine m. So. Jetzt gehen wir in die vordere, also in die Frontansicht, also Aufriss sozusagen. Das können wir entweder unten mit View Front sagen oder auf dem Nummernblock 1. Jetzt zeigen wir das Ganze von vorn. Also unser Textobjekt hier in gelb ist unter unserem anderen Objekt und steht ein bisschen hinein. So. Jetzt wollen wir unseren Text hier nach oben schieben. Also wir fassen wieder diesen blauen Anfasser an, klicken hinauf und wir schieben das Ganze nach oben. Und dort soll das Ganze ungefähr zur Hälfte hineinstehen. Also so, dass dieser 3D-Anfasser sozusagen, dass dieser auf dem Objekt ungefähr aufliegt, wenn man das da vergleicht. Sie sind in keiner... So. Es hat schon passt. Sie sind nur in einer perspektivischen Ansicht besser. Soweit jeder, oder? Hat das jeder, oder? Wie bitte? Genau. Also, das sozusagen dieser komische Punkt, das... Ich habe das jetzt... Also, dieser Punkt, den man da sieht, ist sozusagen... Der Punkt, um den Blender dieses Objekt rotiert, das ist der sogenannte Object Origin. Also wenn man irgendein Objekt bewegt, wenn man es rotiert, skaliert, dann wird es zum Beispiel zu dem Punkt hin skaliert. Beim Verschieben sind das sozusagen genau die Koordinaten, die dann schlussendlich in die ganzen Properties stehen. Und wenn man es eben rotiert, wird es um den Punkt rotiert. Also dass dieser Punkt, dieser Mittelpunkt, sozusagen von der Höhe her da oben aufliegt. So, jetzt können wir wieder aus dieser 3D-Ansicht, aus dem Aufriss sozusagen hinausgehen, dass wir unser 3D-Objekt sehen. Und wir können auch diesen Wireframe ausschalten, indem wir nochmal Z drücken. Und meine Idee war, dass wir den Text hineinschneiden, aber vielleicht will man den auch außerstehen lassen. Ich glaube, hinein. Also hineinstellen, oder? Ja, genau, ja. Ja. Jetzt haben wir da unseren Text und unser Grundobjekt. Und weiß nicht, beim einen oder anderen vielleicht, dass irgendwie der Text hinaussteht aus dem Ganzen oder dass er irgendwie nicht ganz in der Mitte ist oder so? Ist das bei irgendwem der Fall? Dann beheben wir das noch schnell. Mal für die nächsten Schritte. Okay? Dann schieben wir das nach unten. Und den Text. Schieben wir das nach oben. So. Wollen Sie dann trotzdem das Loch hineinmachen, zum, was es dann nachhinein kann? Ja, okay, dann passt das. Gut.
Hast du noch irgendwem? Dass der Text irgendwie komplett verschoben ist und nicht in dem Ganzen drin ist? Okay. So. Der nächste Schritt ist, dass wir sozusagen dieses Textobjekt in ein Mesh umwandeln. Unser Grundobjekt hier ist sozusagen ein Mesh-Objekt und das ist ein Curve-Objekt, um genau zu sein. Und da man sozusagen mit einem Curve-Objekt kein Mesh-Objekt sozusagen eine boolische Operation durchführen kann, müssen wir dieses Curve-Objekt in ein Mesh-Objekt umwandeln. Das hört sich jetzt super kompliziert an, ist aber eigentlich nur Mausklick. Also wir haben unser Textobjekt selektiert, drücken Alt-C und sagen Mesh from Curve Meta Swerve Text. Also die zweite Option unten. Es hat sich nichts verändert für uns, allerdings ist das Ganze jetzt ein Mesh-Objekt geworden. Also wenn Sie jetzt schauen, hier haben wir jetzt die ganzen Texteinstellungen und so weiter und so fort, das ist nur ein Curve-Objekt und sobald wir Alt-C drücken, sind die ganzen Optionen verschwunden und wir können auch diesen Text sozusagen etwas Neues hineinschreiben. Sondern wenn wir in den Edit-Mode schauen, sehen wir, haben wir da jetzt da solche Vertices und das Ganze. Also es ist jetzt sozusagen ein Mesh geworden, wo wir jetzt theoretisch modellieren könnten. Also modellieren ist, wo man die ganzen 3D-Punkte so verschiebt. Und auch die ganzen Daten, die wir da haben, sind anders geworden. Also wir könnten da jetzt sozusagen eine Textur sozusagen hinauf projizieren und so weiter und so fort. Was wir mit dem Textobjekt auch machen hätten können, aber da hat man nicht die ganze Kontrolle darüber gehabt, weil da können wir jetzt viele Sachen viel besser festlegen. Also, dass eine Textur ganz genau an einer Stelle ist mit UV-Maps und so weiter und so fort, aber das ist viel zu kompliziert für das, was wir noch machen. So, jetzt haben wir da eben zwei Mesh-Objekte und wir könnten rein theoretisch jetzt schon den Text hineinschneiden. Allerdings brauchen wir noch ein Loch für unseren Schlüsselanhänger, dass wir den irgendwo zubehängen können. Und das werden wir gleich mit dem Textobjekt sozusagen vereinen, dass wir da irgendwie ein Loch machen. Also wir selektieren unser ehemaliges Textobjekt, was jetzt da ein Mesh ist. Gehen wieder in den Edit-Mode. Und wir stellen wieder sicher, dass unser Cursor am Ursprung der Welt ist. Also wir sagen wieder Shift-C, falls der irgendwo im 3D-Raum herumfliegt. Und jetzt sagen wir wieder Shift-A und dieses Mal sagen wir Zylinder. Genau, der ist jetzt riesengroß. Und wir könnten das jetzt da einfach skalieren oder, wie bitte, im Edit-Mode vom Text. Also wollen wir das Textobjekt selektieren und dann in den Edit-Mode mit Tab. Ja. So, jetzt haben wir da unseren Zylinder und falls Sie jetzt noch nicht irgendwie rumgeklickt haben und irgendwas transformiert haben, wenn Sie F6 drücken, sollten Sie die Last Operator Settings haben. Also da können Sie die Größe von dem Zylinder einstellen und so weiter und so fort. Wie bitte? F6, ja? Ja, für was jetzt da? Shift A, ja? Zylinder. So. Und mit F6 sozusagen, nachdem wir diesen Zylinder hinzugefügt haben, haben wir diese Last Operator Settings. Und da können wir jetzt den Radius zum Beispiel auf 2 mm, 3 mm vielleicht. Wie bitte? Ja. 3 mm. 3 mm dürfte relativ gut passen. Vielleicht 3,5. 5 mm, also 3,5 mm. Das scheint bei mir jetzt relativ gut zu passen. Und die Höhe können wir auch noch ändern.
obwohl das eigentlich egal ist, die Höhe. Wie bitte? F6, genau. Und die Höhe können wir auf irgendwas mit 20 cm oder so ändern. Aber das ist eigentlich egal. Hauptsache, es steht oben und unten heraus. So. Sind alle soweit gekommen, oder? So. Jetzt, jetzt wollen wir unseren Zylinder verschieben. Das ist wie immer. Also wir klicken auf diesen roten, auf das rote Dreieck und schieben das Ganze herüber, beziehungsweise auf die Seite, wo wir unser Loch haben wollen. So, wenn wir das haben, können wir in den Objektmodus zurückwechseln und ich überlege gerade, ob wir das fast größer machen müssen. So, na, es wird schon gehen. Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, dass die Kanten da vielleicht ein bisschen zu dünn ist fürs Drucken, dass es dann schlussendlich was aushaltet. Aber wir können mal nachschauen. Also das müsste ich jetzt nicht mehr machen. Wenn ich da jetzt mal schaue von der Kante, dann hat der fast 2 mm ungefähr. Und das dürfte ausreichend sein. Wie bitte? Könnten wir, ja, aber ich glaube 3,5 mm. Ja, ich glaube, ich würde was denn. Keiner? Also entweder, wenn wir einen frischen Zug gefügt haben, ja, können wir auch machen. Also die, was soll man? Wie bitte? Können wir auch machen, es ist wurscht. Sollen wir Schild skalieren? Da machen wir Schild. Oder sollen wir da bei dem jetzt... Ja, das, was man vorher bei F6... Also jetzt, da wo man schon was geändert hat, geht es nicht mehr. Also wenn sie es jetzt schon verschoben haben und so weiter und so fort. Da müssen wir wieder skalieren. Okay. In dem Fall, wenn wir jetzt den Zylinderradius, nachdem wir ihn verschoben haben und so weiter und so fort, ändern wollen, müssen wir eben selektiert haben, sagen Scale und Shift Z. Das skaliert es in alle Achsen außer der Z-Achse. Ja, wenn Sie den Zylinder gerne machen wollen. Also Zylinder selektieren, Scale für skalieren. Ohne dass man das jetzt irgendwie einschränken, würde das einfach komplett kleiner machen. Und Scale Shift Z beschränkt das Ganze auf die X- und Y-Achse. Also da könnten wir den Zylinder kleiner machen. Und für diejenigen, die das Schild größer machen wollen, da wechseln wir den Objektmodus und selektieren unser Schild mit der rechten Maustaste. Also selektieren wir unser Schild für diejenigen, die das größer machen wollen und jetzt kann man dort Scale Shift Z sagen. Dann wird das Schild größer. Im Object Mode vom. Wie bitte? Naja. Bei ein paar war das Problem, dass sozusagen der Zylinder anscheinend zu groß war und für das war jetzt der Folgefall, dass die sozusagen den Zylinder selektiert haben und den skaliert haben, dass er kleiner wird. Und ein paar wollen das Schild sozusagen größer machen und dazu selektieren wir sozusagen das Schild und sagen dort Scale Shift Z. Wie bitte? Sie müssen das nicht machen, nur wenn Sie dann selektieren Sie das Schild, sagen S für Scale
und dann Shift-Z. Shift-Z. Das nimmt alle Achsen her, außer die Z-Achse. Scale und Shift-Z, genau. Man kann es bewegen, so wie es haben wollte. Ah, warte, darf ich kurz schauen? Steht der Zylinder unten auseinander? Das ist was zu klar. Das rendert das ein bisschen schwer, wenn das genau zusammensteht bei der polischen Operation. Und deswegen schauen wir uns das oben, was da so steht. So. Genau. Den kennen Sie vielleicht. Also, da müssen Sie jetzt das ein bisschen. Steuerung I und dann ist es immer schön. So, ja. Ja, wir haben. Haben Sie das eigentlich? Aha, der ist weg. Okay. Dann müssen wir nochmal neu hinzufügen. So, dann schieben wir jetzt noch mal. Wollen Sie den Textvolator haben? Jo. Dann haben wir Steuerung I. Und Shift. Können Sie verschieben, was wollen? Ja, ja. Zylinder. Was für ein Problem? Ja, ist zu weit weg, der Zylinder. Ja. Das selektieren wir wieder mit dem L, mit dem Link. Mit L. Und dann können wir das da umschieben. Okay, der ist ja komplett im Zeitraum verschoben. Durchsteht, weil bei der polischen Operation sozusagen wollen wir das ja wegschneiden. So. Und das ist das schaut gut aus. Hat sonst noch irgendwo Probleme oder will Text irgendwie verschieben, falls er zu weit herumgesetzt hat, nachdem er es verliert hat? Ja? Dazu müssen wir wieder in Edit Mode gehen, weil, das ist jetzt, weil der Object Mode ist immer so ein ganzes Objekt verschiebt. Und jetzt das. Mit L. Was? Mit L. Wir sind im Edit Mode. Ja. Haben das mit L für Link selektiert, also alles, was irgendwie zusammenhängt. Weil wir sehen ja, dass da sozusagen die Buchstaben so nicht verbunden sind. Mit dem. Also selektieren wir jetzt nur das und jetzt tue ich die Selektion invertieren mit Steuerung I. Und jetzt kann ich das zum Umschieben. Kann man auch wieder einstellen, ja? Ja. So, oder? So, nochmal I und dann gibt es dabei. Steuerung I? Einer? Oder einer? So. Ja, jetzt verschieben kannst du noch. Noch irgendwer Hilfe? So. Okay, sehe alles ein Objekt. Wie bitte? Nur den letzten Buchstaben aus? Es ist. Warte, was? Ich kann es schon. Nein, es. Sie machen das schon richtig. Es ist nur Blender, wenn es sozusagen zu einem Mesh konvertiert ist, ein Text, macht den ganzen Buchstaben aus vielen einzelnen kleinen Teile. Genau, das sind viele Teile. Welchen Buchstaben? Nein, ich will eigentlich den Zylinder ausnehmen. Da müssen wir oben über den Punkt sozusagen. So. Und was nochmal, vielleicht können Sie alle nachschauen, es wäre ganz wichtig, dass der Text wirklich in unser Grundobjekt einsteht und dass der Zylinder auch durchgeht. Also dass der sozusagen oben und unten außer steht und dass der Text in das Objekt hineinsteht. Das wäre ganz wichtig. Hat das jeder? Der Text
dass der Text sozusagen in das Objekt hineinsteht, was wir vorher geschaut haben, wenn wir vorhin drauf geschaut haben. Also, wie man vorhat, wenn Sie Z drücken, dass Sie sehen, dass das Ganze in das hineinsteht und dass dieser Zylinder sozusagen durchgeht, durch das Ganze. So. Weil, wenn wir das haben, können wir jetzt da eigentlich die letzten Schritte bereits machen. Heißt, wir selektieren unser Grundobjekt, also nicht das mit Zylinder und Text, sondern einfach unser Grundobjekt hier. Dann klicken wir auf diesen Schraubenschlüssel, genau. Und das ist sozusagen der Modifier-Tab. Modifier sind alles, was so Mesh-Objekte und so irgendwie beeinflusst, was sie also verformt und viele verschiedene Sachen zu sie macht, aber nicht so, dass das unumgänglich ist. Also wenn wir das jetzt hinzufügen, können wir das zu jeder beliebigen Zeit ändern. Und das zeige ich jetzt zum Beispiel, an einem Beispiel, das müssen Sie jetzt noch nicht mitmachen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel einen Array-Modifier hinzufügen, der das Objekt sozusagen auf mehrere Male hintereinander in einer Reihe kopiert. Und der große Vorteil an dem, dass das ein Modifier ist, ist, dass sozusagen ich den da losen kann, ich kann 100 andere Objekte erstellen, ich kann das Objekt selber bearbeiten, ich kann das skalieren, ich kann das verschieben, ich kann ein Material hinzufügen, das muss uns alles nicht interessieren. Ich kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt sozusagen einstellen, um wie weit das verschoben werden soll, um wie viele Objekte ich das publiziert haben will, ob ich einen Modifier haben will, ob ich nicht haben will, ich kann jederzeit löschen und so weiter und so fort. Das heißt, das Grundobjekt bleibt so bestehen, wie es jetzt ist. Und das ist was ganz was Cooles. Also ich muss mir da keine Sorgen machen, dass ich jetzt irgendwie jetzt einen Schritt mache, wie zum Beispiel, dass wir den Zylinder, dass wir da sozusagen einen Radius eingestellt haben und den können wir nachher nicht mehr ändern. Da muss ich mir beim Modifier keine Sorge machen, weil ich kann das zu jeder Zeit ändern. Im Vergleich zu, wenn ich jetzt ein Objekt hinzufüge und eine gewisse Größe einstelle, dann ist das so und dass ich es ändern muss, ist eben andere Sachen wie skalieren und so weiter verwenden, um das zu ändern. Also das ist eine ganz große Stärke von den Modifiers. Nur, wir werden jetzt sozusagen einen Modifier verwenden, wo wir auch wieder den Vorteil haben, dass wir das nicht so kalten müssen. Allerdings werden wir das dann auf dieses Objekt anwenden, sodass es dann nicht rückgängig gemacht werden kann. Also, wir selektieren jetzt mal unser Grundobjekt, sagen Add Modifier und Boolean. Boolean, genau. Dann sagen wir als Operation, wollen wir eine Difference haben. Und als Objekt selektieren wir unseren Text. Man sieht jetzt keinen Unterschied, allerdings wird jetzt in dieses Objekt der Text hineingeschnitten und der Zylinder durchschneidet das. Ich kann das jetzt mal schnell zeigen, indem ich dieses Objekt ausblende, dann sehen wir, da wird hineingeschnitten. Wir könnten auch jetzt rein theoretisch das Objekt verschieben und so weiter und so fort und Sie sehen, es wird hineingeschnitten, an einer anderen, also dementsprechend hineingeschnitten. Und dass wir das aber fürs 3D-Drucken exportieren können, in einem Weg, so dass das andere Programm das irgendwie lesen kann und verstehen kann und so weiter und so fort, müssten wir leider den Modifier sozusagen auf das Objekt anwenden. Das heißt, wir haben nicht mehr den großen Vorteil von einem Modifier, dass wir den jederzeit ausschalten können, dass wir ihn jederzeit abändern können, sondern das ist dann, wie beim Beispiel, wenn man Objekt hinzufügt, das ist dann einfach genau so mit den Einstellungen und das kann man nachher nicht mehr ändern. Also, sobald wir hier auf Apply drücken, wird unser Grundobjekt durchschnitten von dem Ganzen und wir haben diesen Schnitt fix drinnen. Jetzt kann ich empfehlen, falls Sie vielleicht einmal einen anderen Text oder was hineinschreiben wollen, dass wir das so speichern. Da müssen Sie zwar das Textobjekt austauschen. Okay, das ist jetzt fragwürdig, ob das Sinn macht. Aber wir können zumindest, machen wir es trotzdem, wir können es jetzt trotzdem so in dem Zustand speichern. Also sagen wir mal File Save As. Und falls Sie dann drauf kommen, dass das Loch zu klein ist, was Sie haben, oder dass zum Beispiel
der Text ein bisschen zu weit innen, zu weit außen ist und so ist, können Sie zumindest den Text und so noch verschieben und dann sozusagen das nochmal neu drucken oder sowas. Also wir speichern das jetzt irgendwo, wo Sie das wiederfinden, also auf dem Desktop und das dann irgendwo vom Stick hochladen oder sonst was. Und das können wir mal Anhänger nennen oder so. Anhänger. Und sagen wir Save as Blend File. Also hier File, Save as und dann habe ich Namen eingeben und dann sage ich Save as Blend File. Also wie gesagt, wenn wir das jetzt da hier auf Apply drucken, dann werden diese Schnitte in unser Objekt sozusagen für immer und ewig hineingeschnitten. So, das andere Objekt brauchen wir jetzt nicht, also wir selektieren wieder diesen Zylinder mit dem Text und wir können sagen Env für löschen. Und jetzt haben wir da unseren fertigen Schlüsselanhänger. Und was ich vorher gemacht habe mit Ändern, also wenn Sie sagen, Sie merken jetzt, dass der Abstand hier zu klein ist, dass das immer durchbricht, dass das Material fürs Drucken einfach nicht stark genug ist, also es bricht da immer durch, dann können Sie zumindest das File, was wir vorher gespeichert haben, öffnen und den Zylinder im Edit-Mode weiter hineinschieben und dann können Sie zumindest diese Änderungen vornehmen. Aber wenn ich die ganzen Punkte markiere, kann ich das auch machen? Im Edit-Mode? Ja. Könnten Sie, ja. Aber das ist ein bisschen... Ja. Es geht einfacher. Also in dem Fall würde es relativ schön gehen, wenn man das sagt mit Circle Select. Verschiebt man es sozusagen. Problem ist nur, sobald Sie über das kommen, überschneidet sich das schon wieder. Und da ist der Vorteil, wenn Sie eben den Grundzylinder verschieben, dass das dann in den Text sozusagen hineingeschnitten wird. Ja. Also jetzt haben wir mal das eigentlich fertig. Ein paar haben, glaube ich, vorher das wieder skaliert gehabt. Und da müssen wir jetzt wieder sicherstellen, dass die ganzen Scale-Werte auf 1, 1, 1 sind. Also drücken wir jetzt nochmal N, um dieses Panel auf der Seite zu kriegen. Und bei jedem, wo diese Scale-Werte nicht auf 1, 1, 1 sind, was bei ein paar sein wird, glaube ich. Also ich habe einmal N drückt, das öffnet dieses Side-Panel hier. Hier ist N. Und bei jedem, wo nicht der Scale-Wert auf 1, 1, 1 ist, der selektiert das Objekt, falls es nicht schon selektiert ist. Und er sagt nochmal Steuerung A, Apply Scale. Also es ist wichtig, dass diese Scale-Werte auf 1, 1, 1 sind. Steuerung A, Apply Scale. Steuerung A und Apply Scale. Irgendwer Hilfe, oder? Danke gleich. So. Wenn wir das gemacht haben, können wir das Panel wieder schließen, dann können wir nochmal N drücken. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich aus Blender rausbekommen. Weiß nicht, wollen wir es zuerst speichern? Speichern, STL-Ordnung und die Cloud hoch. Ich glaube, ich habe das Okay. Dann speichern wir das Ganze nochmal, also File Save As. Und damit wir unsere andere Version nicht überschreiben, drücken wir auf dieses Plus hier und wir bekommen ein 1 angehängt. Und dann sagen wir einfach Save As Blend File. So überschreiben wir unsere vorige Version nicht. Und jetzt können wir das Ganze exportieren, also File, Export und STL. Ich glaube, das müsste standardmäßig aktiviert sein bei jedem. Hat jeder, oder? Ja. File, Export, STL. Dann selektieren wir das. Und. So, 1000 eingeben. Wie bitte? 1000 haben wir eingeben. Also, ihr habt daheim probiert mit 10. So, dann haben wir da immer so ganz eine Menge Kopf bei. Ich habe aber 10 daheim probiert.
10 müssen es sein. 10? Was ich weiß schon, ja. Okay. Weil wir die Scene Scale anders haben, glaube ich. Haben wir sonst da Brand. Nein, wie ist das Rapidity House da? Haben wir Rapid hier aus? Ja, warten Sie kurz, bitte. Haben wir da irgendein... Slicer ist drauf, aber den muss man aus der Konsole aufrufen, weil er nicht mehr auftaucht. Aber was ich weiß, müsste das Scale 10 sein. Und sonst ist es ja kein Problem, dass wir es neu öffnen und ein anderes Scale exportieren. Das schaffen wir, glaube ich, oder? Ja. Aber ja, also, was ich weiß, müssen wir da ein Scale von 10 eingeben, damit das mit dem STL-Code dann funktioniert, also Scale von 10. Und dann speichern wir das wieder wohin, wo wir das finden. Ich speichere es jetzt auf meinen Stick. Einfach in den Topics-Ordner, der vorher. Und einfach auf Export STL klicken. So, dann haben wir das Objekt exportiert und das müsste jetzt schon druckfertig sein. Ja, nachdem wir mal ausschalten, wenn alles weg ist, speichern wir es natürlich auch. Außerstarten. Da haben wir schon ausgestattet. Cloud.begeiz.at. Cloud.begeiz.at. Ah, ich bin schon eingeloggt. Im Home-Ordner, ja? Nein, ich bin. Muss man sagen, mit Blender. Benutzername ist Blender. So. Blender. Ist nochmals Blender und das letzte Schuljahr. Blender 2014, 2015. Blender 2014, 2015. Blender 2014, 2015. Ja, dann hast du falsch. 15. Ah, was funktioniert nicht? Exportieren. Ja? Was sicher exportieren wird. Im Home-Ordner gibt es einen Knopf. Ah, sind wir per STL, gell? Sollte man extra was machen? Ja, auf Export STL. Dann skalieren. Skalieren 10. Kannst Enter, ja. Und jetzt so. Genau. So. Dann gehen wir aufs Home-Verzeichnis. Aufs Home-Verzeichnis und. Also, der Benutzer ist Blender, das Kennwort ist Blender 2014, 2015. Sollen wir es mit Namen abspeichern? Das ist ja gescheit irgendwie, oder? Ja, Nutzer heißt Harald. Okay, no, ich meine es nicht irgendwie speziell benannt. Aber beim Drucken sieht man es eh, glaube ich. Ja. Wenn man es gehört. So, jetzt können wir auf Hochladen. Und dann. Doch nicht hier. So, oder mein MDS Topolak Knopix. Blender 2014 und 2015. Na bitte hochladen die Cloud, wenn es möglich ist, weil dann kann ich nämlich von da raus drucken. Ich hab keinen.
Aber ich glaube, der Herr Professor hat noch irgendwo. Ich weiß nicht, ob er es mit hat. Haben Sie fertige mit? Weil ich gerade gefragt habe. Haben Sie fertige mit? Zum Dankreifen. Ich habe schon einen ganzen Kofferraum voll 3D-Sachen, ich muss schauen. Ich weiß nicht, ob Interesse besteht. Ich hätte sonst noch, falls irgendwer Interesse hat, was an der Schule gebraucht worden ist, wir haben ein Schattentheaterprojekt bekommen, hat 2D-Zeichnungen gegeben und da haben wir das sozusagen 3D ausdrucken müssen. Und ich weiß nicht, ob Interesse besteht, ob ich das noch schon herzeigen soll oder ob ich schon gehen wollen. Zeit ist das Problem. Ich kann das schnell vortragen, also es ist nicht zum Mitmachen. Passt. Dann schauen wir, wo man. Ja, also nochmal, während GIMP da startet, an der Schule hat es ein Schattentheaterprojekt einmal gegeben und da hat es sozusagen Zeichnungen gegeben, ganz normale auf Papier, und da hat es Figuren gegeben. Und die Figuren sind für das Projekt eben verwendet worden und da hat gegolten, diese auszudrucken. Also nicht irgendwie jetzt eine komplette 3D-Figur, sondern einfach sozusagen, wie wenn man das aus einer kleinen Holzplatte ausschneidet. Und da zeige ich jetzt kurz, wie da der Workflow sozusagen ausgeschaut hat. Und da habe ich einmal ein kleines, kurzes Add-on dafür geschrieben. Alt. Okay, danke. So, und auf. Kann es nicht? Oh, wurscht. So. Also, ich öffne jetzt einmal ein Bild. Bild 3D. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem. Also so hat so ein Bild ausgeschaut, was von den Schülern gekommen ist. Sobald das mal geöffnet ist. Und das ist eben mit schwarzer Farbe ausgemalt worden. Und so genau. Ist mit schwarzer Farbe ausgemalt worden und man sieht es nicht ganz genau, aber da sind also weiße Flecken drin und so weiter und so fort. Und der Arbeitsablauf hat so ausgeschaut, dass ich sozusagen mit diesem Farbselektionswerkzeug die schwarze Farbe selektiert habe. Und anschließend habe ich gesagt Auswahl nach Pfad. Und so habe ich einen Pfad bekommen. Also hier habe ich jetzt einen Pfad und den kann ich als Scalable Vector Graphic exportieren. Das Exportieren spare ich mir jetzt schnell, weil ich habe das schon auf meinem Stick mit. Und sobald ich es exportiert habe, kann ich das Ganze in Blender hineinladen. Also ich sage File, Import und Scalable Vector Graphics. Und hier kann ich jetzt den Scalable Vector Graphic importieren. Das Objekt ist jetzt zwar sehr klein, aber man sieht die ganzen kleinen Fehler da drin. Und da habe ich mal ein. Ich bin gleich fertig. Es sind um 6 Uhr Bürgermeister. Achso, ja. Das ist vorher nicht. Okay, haben wir da Leute. Und dort habe ich eben ein kleines Add-on nochmal geschrieben. Install from File. Ja, ganz kurze Geschichte. Erste Klasse haben wir diese Sachen gezeichnet. Ich habe es zu Hause eingescannt, habe da eben eine BMG-Datei gehabt. Die haben wir dann eben mit GIMP oder was gearbeitet. Schlussendlich haben wir also wirklich für Schattentheater Schattentheaterfigur gemacht. Also wirklich sensationell. Ganzen Haufen in den Blender-Ordner, glaube ich, müsste da Schattentheaterfigur sein. Ja, und in der Schule.
Also der normale Workflow hätte jetzt so ausgeschaut, dass ich, warten Sie mal, dass ich sozusagen das Objekt im Blender gehabt hätte, ich wäre in Edit-Mode gegangen, hätte mal die ganzen unnötigen Sachen ausschalten müssen, hätte das Ganze selektiert, hätte den ganzen Rest, den ich nicht brauche, weglöschen müssen und dann hätte ich sozusagen einmal das Grundobjekt gehabt, dann hätte ich dann auch die Curve-Einstellungen ändern müssen, dass ich da ein 3D-Objekt kriege und so weiter und so fort. Jetzt haben wir gedacht, ist das immer das Gleiche, das kann man doch optimieren. Habe ich einmal ein kleines Skript geschrieben und da kann man sozusagen sagen, das soll bereinigt werden und man kann gleich eine Druckdicke einstellen und dann hat man gleich das fertige Objekt. Das war's, Dankeschön.